Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update, heute von den Simplex Babys. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ich wollte euch mal die Babys in Makro zeigen. Die sind ein bisschen größer und wie ihr seht auch ein bisschen dunkler als die Splendens Babys. Und sonst sind sie alle gleich, also sie fressen genau wie die Splendens Mikrowürmchen jetzt zu Beginn. Und entwickeln sich prächtig, also die wurden vorgestern aus dem Maul entlassen und sind hier schon fleißig am Suchen. Durch das Makro muss ich immer mal ein bisschen scharf stellen. Ja, ich schätze es sind so 30 bis 40 Stück. Man sieht sie leider relativ schlecht. Aber ja, geschätzt. Hier sind überall ein paar Striche. Und das Bändchen hat sie auch nicht angerührt. Das war ja meine Sorge, dass wenn er sie nachts entlässt, dass er sie dann anrührt. Aber er hat nichts gemacht. Er schwamm einfach vorne. So nach dem Motto, so darf ich jetzt raus. Ja. Und die suchen auch fleißig nach Mikrowürmchen. Und jetzt muss ich nur aufpassen beim Füttern, dass sie nicht zu viel fressen, denn dann könnten es Bauchrutscher werden und das ist aber ein bisschen schlecht für die Entwicklung. Aber das sieht relativ gut aus. Die sind jetzt so ca. 5 mm lang, manche auch 6 oder 7. Ja. Das wollte ich euch einmal als Update geben. Ich kann jetzt hier nur im Makrobereich filmen. Aber ich habe hier ein bisschen Moos reingepackt und da finden die natürlich auch ein paar Kleinstlebewesen. Genau, das wollte ich euch auch mal zeigen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!